Hallo, meine lieben Pipi-Freunde. Herzlich willkommen. Ich komme schon 100 Mal gegen die Kamera. Zu einem Turbo-Start-Opening. Breakthrough. Hier, das Ding hier. Und zwar habe ich mir ein Display bestellt. Und ihr kennt ja die ganze Sache. Display, wir haben 4 Parts. Mit jeweils neuen Karten. Heute mal ein bisschen unprofessioneller, da ich nämlich bei Paul bin. Hallo. Hallo. nee, heute mal alles ein bisschen professioneller als zu Hause mit der Handykamera. Denn ich habe heute hier die Canon X712. 13. Okay, 17. Und ja, wir sehen hier auf jeden Fall das gute Stück. Wir machen erstmal die Folie ab. Ich mache jetzt heute mal ein bisschen was im Hintergrund. Ich finde, ich schaffe das. Das sieht bestimmt super retarded aus. Hier ist eine Schere, wusste ich. Achtung. Das sah bestimmt so cool aus, oder? Und dann machen wir hier die Folie ab. Oh. Ich mache es doch hinter der Kamera, ist einfacher. Ihr seht jetzt im Hintergrund ein Logok. Ein Zoompex, ein Gewalt, wir machen ein bisschen Pokémon-Stunde. Ein Zorak steht unten im Hintergrund, das ist sexy. So, Guys. Es gibt extrem viele coole Karten. Wir haben ein paar Megas. Und zwar, warte, ich zeig's einfach auf der Seite. Wir haben Mega Houndoom. Das ist sexy. Wir haben Mega Mewtwo Y. Wir haben Mega Mewtwo X. Mewtwo! Und wir haben Zorak Break. Ich werde alles dafür geben, Zorak Break zu bekommen. Das ist, ja, wichtig. Und Hashtag Life Goals. Und ich werde mir nicht verkackst. Glaubst du, ich schaff das? Beliebst du? Go. Bitte, go, wie machen wir das? Go. Jetzt muss es hier rein, ne? Das hier muss nach hinten. Das ist. Ich schaff das. Oh shit. Ah. Pick me, Freunde. Guys, wir haben hier, seht ihr das? Das sind ein paar Booster. 36. Das Video wird wahrscheinlich saulang gehen. 36 Booster. 36. Und hier gibt's jetzt gleich einen Cut. Und wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich 9 davon aufgeschnitten habe. Also bis gleich, Guys. Go. Okay. Du musst, ne? Versuch, die Aufnahme 12 Minuten lang zu halten, weil dann stoppt die Aufnahme automatisch. 5, 6, 7, 8, 9. Ich zähle gleich lieber noch. 7 oder 12 Minuten. Oh shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soll ich Mutu und rein? Schneid du die auf. Ich kann das nicht. Ich habe Angst, sie einzuschneiden. Ja, wenn ich sie einschneide, dann bist du der Reed. Hey! Pass bitte auf. Muss ich die aufschneiden? Ich muss sie nicht aufschneiden. Musst du nicht, aber mach doch schon mal nebenbei ein paar andere auf. Hey, wie? Ja, mach sie einfach so auf. Aber dann geht es schneller. Also ich finde es schicker. Wenn du sie aufgeschnitten hast, dann kannst du sie nämlich noch danach benutzen. Das ist offen, wie ein Schokoriegel. Wie ein halb 10 Schokoriegel. Ich glaube, das muss ich auch mit reinnehmen, oder? Den halb 10 Schokoriegel. Mhm. Muss ich den halb 10 Schokoriegel mit reinnehmen? Ja. Cool, cool. Okay. Die Schokoriegel sind ready. Okay. Was ich hier? Das ist ja einfach ein Booster, der schon fast offen ist. Ja, lass es so. Okay. Also, Guys, wir sind wieder da. Ich habe die ein bisschen random aufgemacht. Von daher würde ich sagen, geht's hier los. Online-Code, meiner, richtig. Und wir haben hier die coolen Karten. Wir machen, warte, eins, die hinteren drei, ne? Die hinteren drei. Die hinteren drei tun wir nach hinten. Und jetzt sind hier unten die guten, ne? Das heißt, ja. Die legen wir jetzt hier hin. Das ist die Rare. Das ist die Reverse. Oh, guck mal, die Mode 3 Hände. Okay, Guys. So, wir haben die Superangel. Oh, shit. Routena, ach übrigens, wir haben es diesmal in Deutsch, weil es war genauso teuer wie das Englische. Das habe ich mir diesmal selber gekauft, weil das letzte Mal hatte ich mir nicht selber gekauft, heute habe ich es mir selber gekauft, deswegen ist heute Deutsch. Und ja. Wir haben Routena, wir haben Floyd, wir haben Plinfeld, ich glaube, ich muss es ein bisschen höher halten, damit es besser aussieht, so wie du gesagt hast. Wir haben Vegimak, wir haben Pygraulon. Pygraulon. Wir haben Tragos, oh, es sieht so traurig aus, Guys. Schaut es euch an. Es sieht so. Oh Mann. Die traurige Musik, was für schaffe ich. Und ein Hippopotas. Und wir haben unsere. Die Sache ist die Reverse ist hier genauso gut wie die Rare. Denn die Reverse kann nämlich eine Break-Karte sein. Turbo. Und unsere Reverse ist ein Reverse Rare Waschakwil mit Doppelzerschneider. Was eine Attacke, holy shit. Ja, Doppelzerschneider. Und unsere Rare ist ein. Oh lol! Holo Octillery! Oh shit! Also Octillery müsst ihr wissen. Ist eine verdammt gute Karte in diesem Set. Und dann auch noch Holo. Guck mal, wie cool die aussieht. Holo Kraken. Nice. Das ist auf jeden Fall. Ja, das ist sexy. Schaffe ich das? Okay, warte. Versuch Nummer 2. Okay. So. Hack.
Die heißt sogar im Deutschen Hack, die Attacke. Oh nein. Und jetzt holen wir die Karten, tun wir dann hier rüber. Ich hoffe, ich komme nicht in die Kamera. Jetzt sehen wir die nächsten Karten. Soll ich die schon mal hier raus tun? Weiß ich nicht. Also wir haben hier wieder den Online-Code, der ist mir. 1, 2, 3. Ich muss die... kriege ich das hin in 12 Minuten? Ich muss... Du schaffst das. Die Aufnahme muss 12 Minuten lang gehen, sonst sterben wir alle. Okay. Wir haben die vorbestellte Fahrkarte. Alter, die ist einfach vorbestellt. Oh. Ein Dedenne. Yeah. Starmie, ich verstehe nicht, warum das keine Rare ist, aber die sieht echt gut aus, die Karte. Mit diesem Laserstrahl. Dann haben wir Go, Dodo, go! Go. Dodo-Lieferung. Heißt die Attacke einfach. Erstmal durchsteigen und Go, Dodo, go. Nice, dann haben wir Plinfer. Hippopotus. Vegemark. Und Tressler. Und unser Rare, Reverse, ist ein Mauzi. Gut. Und unser Rare ist ein... Neuwert. Ein Ohafnir. Okay. Braucht man, glaube ich, für Break Ohafnir. Ich glaube, die ist sogar gar nicht so kacke. Tuning ist einfach so ein Angriff. Der tuned einfach. Warum haben wir so viele englische Tuning und Luftschnitt. Okay, und nice. Hier wieder die neuen Karten. Hier der Online-Code. Oh, warte. Machen wir das so. 1, 2, 3. Easy. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist alles so neu für mich. Weißt du, mit diesem professionellen. Geraldine, die wurde hier Printed, wusste ich. Die Geraldine. Alter, Poponcho. Das sieht auch niedlich aus mit dem Schnee. Alter, Relaxo. Der füllige Körper. Soll ich sie fliegen? Und zurückschlagen. Nice, mit Purmel. Teddy Ursa. Goldini. Fleckneu. Micha. Unsere Reverse ist ein... Sterndu. Oh Leute, die sieht auch gut aus, die Karte. Und unsere Rare ist ein... Das ist Holo. Chrisea. Jetzt können wir uns die Fähigkeit durchlesen. Wir wollten nämlich wissen, was diese Karte kann. Und zwar, wenn eine Stadionkarte im Spiel ist, hat dieses Pokémon keine Rückzugskosten. Heile 20 Schadenspunkte. Okay, ist okay. Kann man machen? Muss man nicht. Okay, guys. Wir haben jetzt den Holo Octillery. Ich hoffe, wir bekommen hier noch was. Wie ist es denn? Guck mal, jetzt haben wir hier sogar schöne Packs. Jetzt kann ich hier. Retten wir die hier nicht raus. Ja, nee, du musst auch deine Hand benutzen. Nein! Ich schaff das. Ich hab das nicht. Ich hab's geschafft. Das macht der. Warte, der Online-Code, den kann ich da drin. Hol du ihn mal bitte raus. Okay, guys. Ne, der Online-Code ist noch. Alles gut, guys. So, jetzt nehmen wir die zwei Karten irgendwie nach unten, weil wir das können. Weil ich sonst sieht man das bei mir. Ja, Alpollo? Echt? Stimmt, für Gengar, ja. Das Gengar ist echt gut im Set. Brief vom Prof, das ist auch gut. Gastan, das sieht so. Ja, das sieht so aus wie Present. Wisst ihr warum? Weil das so einen Retard-Blick hat. Ich meine, Staralili. Oh, das sieht niedlich aus, das Fix. Ja. Den Blumen. Guck mal, die Blumen. Ja. Aber flabberbär. Sandan. Und, oh, schon wieder das Talk so. Launischer Tecke. Okay. Unsere Reverse ist ein. Oh, shit! Shit! Wir haben einen Break. Wo haben wir? Oh, shit, Alter. Synchro-Woofer. Das sieht so cool aus. Das sieht echt nice aus. Oh, shit, Alter. Denkst du, wir können belieben und ziehen noch eine Ultra-Bär? Erstmal tun wir das hier hin. Soll ich das hier einfach so? Dreh rum. Echt? Das ist super Rita, oh shit, warte. Warte, ich schaff das. Hier Octillery. Und hier Uhavnir. Und unsere Rare ist ein Rex-Blizzard. EX. Okay, nice. Wir haben Uhavnir Turbo. Das ist echt richtig cool. Was kann die Attacke? Ist die gut? Was ist da runtergefallen? War es Worf? War es egal? Ja, Worf. Aber es heißt Synchro-Woofer. Okay, nächstes Booster. Warte ich mal einfach so, weil ich schlau bin. Wir haben blau und schlau gelegt. Geschafft. Wir sind schon bei 9 Minuten, Guys. Das schaffen wir eh nicht, oder? Doch. Müssen wir das dann schneiden? Ja! Gut. Hier machen wir 1, 2, 3. Bis jetzt sind die Pulse auf jeden Fall solide. Ja, mein. Oh, Sandan, das sieht sehr auch schön cool aus. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich immer zu weit weg oder so. Wir sind da mal, wir haben Plipren. Oh, die sieht auch cool. Ist es so? In so eine. Sind das so Kühlschränke? Ja. Sexy. Kilia. Das Galagladium Set ist echt gut, ne? Okay. Ja, stimmt, stimmt. Wir haben FM. Klicks. Mach 10. Heile 10 Schadenspunkte bei diesem. Das ist voll kacke. Nein. Okay. Pikachu. Wir haben Magnetilo. Wir haben Snowball. Wir haben Remoraid. Oh, nice. Das brauche ich für meine Octillery. Yeah. Nice. Unsere Reverse ist ein. Reverse Nebula. Oh, das ist nice. Auch gut. Schlafgift. Lol. Oh, nice. Die gleiche Attacke hat auch Gewalt drin. Und unsere Rare. Das ist so. Das Was ist das gesehen. Für eine Rare? Ja, das ist. Dieses Flaudergeist einfach echt retarded. Nicht gut. Hi, Joey. Okay. Nächstes Booster. Das schaffen wir nicht mehr. Das go, schaffen go, wir auf keinen go, Fall. Go, go, go!
Ich schaff das. Ich krieg nicht mal die Karten hier raus. Ah, geschafft. Mach nochmal die anderen so ein bisschen raus, damit du nicht so recharge. Was? Ja, wenn der Online-Code, den ich selber brauche. 1, 2, 3. Vielleicht verlose ich aus dem letzten Booster einfach den Online-Code, weil ich es kann. Und dann sieht sich Paulus an, so, meine Online-Codes. So, hier haben wir die letzten zwei. Oh, nice. Hundemanns Geistesbund. Braucht man für Mega Hundemann. Kennen wir ja. Der in Stein. Hier im Stein gezogen. Oh, der Stein, oh. Magneton. Feurigel. Goldini. Waghalsiger Sturmangriff. Wer kennt ihn nicht? Stalini. Ah, Igamaro. Sieht cool aus. Das sieht echt süß aus. Vielleicht neu. Unsere Reverse. Oh, lol. Nice. Reverse, Mewtwo's Geistesbund. Und unsere Rare ist ein Hundemon EX. Woohoo. Easy. Sollen wir das jetzt einfach hier so? Ja. Das Wort? Das ist auf jeden Fall schon mal echt gut Puls. Das sind echt hammergute Puls. Na gut. Wir sind gleich bei 12 Minuten. Krieg. Go. Sollen wir das nicht jetzt lieber hier schneiden? Okay, hier ist ein kleiner Schnitt. Bis gleich. Hi, guys, wir sind Diller. Soll ich es einfach so mit reinschneiden? Du musst es aber wieder synchronisieren jetzt auf der Kamera. Ja, das ist ja egal. Das ist ja egal, das kriege ich hin. Okay. Danke. Hi, guys. Mu. Online-Code. Kennen wir ja. 1, 2, 3. Zack. 1, 2. Runter. Wir haben echt krasse Puls bis jetzt. Wir haben Gelatropo. Die Offensivweste. Macht hier einen sehr, sehr coolen Effekt. Lese ich aber eben vor. Schaden, der dem Pokémon an, dass diese Karte angelegt ist, durch gegnerische Pokémon, an dem eine Spezialenergie angelegt ist, zugefügt wird, wird um 40 Schadenspunkte reduziert. Das ist ziemlich cool. Und auch der Effekt ist gut übernommen für die Offensivweste. Ja, mit Kalte. Und noch ein Remoraid. Puffy. Ich finde schade, dass wir noch keine Regenbogenenergie haben. Ich brauche Regenbogenenergien für meinen Set. Okay. Unsere Reverse ist ein Charlini. Und unsere Rare ist ein Knogger. Braucht man für Break Knogger. Gibt's auch in dem Set. Spoiler. Spoiler. Okay, guys. Wir haben noch zwei Booster in diesem Part. Zack. Alter, das sah bestimmt sau cool aus, oder? Nein. Gut. Wir haben den Einkauf. So, machen wir hier die drei. Hier die zwei. Und nice. Linette. Oh, Leute, heißt Linette. Limette. Annette. Limette. Flunschig. So viel KP. Der. Was? Vettern. Vettern. Vetternhilfe. Vettern. Schneebedeck. Tuska. Ich finde diese Knet-Artworks, ab und zu sind die echt cool. Aber ja, da sieht so ultra-retard. Das ist echt gut. Das ist echt ganz cool mit den Kakteen hier. Mhm. Mit den Kaktussen. Kaktus. Pavi. Nebulak. Go, Dodo, go! Auch mit Dodo-Lieferung. Aber. Das sieht echt cool aus. Nein, warte, das ist die Dodo-Lieferung, aber es hat nicht. Oh, scheiße, doch, es hat einen Namen. Never mind. Geh schnell weg. Das war peinlich. Ah! Gut. Unsere Reverse ist ein. Reverse-Gelatropo. Alter, die Dodo? Die Dodo. Oh, nice! Holo Tenupto. Holy shit. Die sind so cool. Die sind echt sau nice aus. Kann sein, dass es die schon mal in einem Stil gab. In Hardcore und Soul Silver. Kommt mir auch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Mhm. Tun wir die hier rüber. Für den ersten Part, zwei Holos, ein EX, eine Break und jetzt. Mutu? Zack. Believe in the Moon. Okay, wir haben hier unseren Online-Code, Guys. Das letzte Booster. Könnt ihr belieben? Schreibt jetzt alle Believe in die Kommentare. Okay, wir haben. Oh shit, den Angler. Der ist schon ziemlich angelig. In den Ursachen. Warum ist das keine Rare? Ich verstehe das nicht, ne? Relaxo ist ja auch keine Rare. Und die sind echt gut, die Karten. Oh, nice. Giovanni's Intrige. Die Karte ist echt gut. Dann haben wir einen Geronimo. Oh, das sieht so. Und noch ein Yamaro. Ist ein anderes Artwork, ja, ne? Ja. Warum gibt's so viel? Oh, Leute, guck. Warum gibt's so viel? Easy. Bitte? Oh, shit. Zora, oh, das hat so ein niedliches Kugel. Heißt das was? Kann das. Oh Gott, der kann mal. Der Akku ist was. Schnell go. Hier haben wir dann Froxy. Break. Start hier. Und unsere letzte Rare ist ein. So, der Cheater. Nice. Okay, guys, erster Part ist vorbei. Die Puls sind heftig, gut. Ja, würde ich sagen, schau auf jeden Fall beim Octopower vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Turbo Startbooster. Nicht meine Online-Codes. Warte, ich wollte noch einen verlosen. Moment. Oh, schnell. Hier. Bitte, tschüss. Go. Tschüss.